Ich hoffe mal wenigstens, dass wir es in der Aufnahmesession noch ins zweite Stockwerk schaffen, ne? So, Willow Mist. Die sind zum Glück auch nicht mehr nicht ganz so anstrengend. Yes. So, da ist ein Geist. Da war ein Geist. Dieses Stück Pergament ist abgenutzt und ausgefranst. Die Tinte ist verblasst und In diesen Zeiten der Not müssen wir genauso viel Glauben in uns selbst haben. Hey. Let's see what lies this way. Ja, hier scheint nichts mehr versteckt zu liegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in den Ruinen Verstecke gibt. Vom letzten Durchspielen und auch vom privaten Durchspielen. Ich habe mir aber nur nie genau merken können, wo diese Verstecke sind. So, die hat... Auf wen auch immer sie es abgesehen hatte. Not a sound. Sie ist jedenfalls weg. Was stand da? Die rotbraunen Flecken blättern unter einer... unter deiner Stiefelspitze ab. Aha. Not a sound. So, da ist auf jeden Fall was versteckt. Geist, die Kristalle um dich herum erleuchten die gesprungene Mosaikboden in verschiedene Orangetöne und aus bestimmten Blickwinkeln glänzt das metallische Symbol unter deinen Füßen golden. Während du hinschaust, flimmert die Luft wie bei Sommerhitze. Der Staub und die Luft scheinen sich zusammenzuziehen, bis vor dir ein dünner leuchtender Nebel erscheint. In seinem sich kräuselnden Glanz glaubst du, die Gescheine des Mals zu erkennen, deren Grundzüge aus Luft und Rauch zu bestehen scheinen. Wer bist du? Deine Stimme löst Bewegung aus, begleitet von plötzlichem aufbrausenden Licht, schießt der Geist empor und im nächsten Augenblick befindest du dich an einem anderen Ort, wo dein Verstand von einer unmittelbaren Welle aus Angst und Lärm attackiert wird. Du befindest dich im Kapitelsaal. Priester und Gläubige haben sich in einer großen Menge versammelt und strömen in den Saal. Andere drücken gegen dich, als sie zum Zuhören nach vorne dringen. Deine eigene Trauer spiegelt sich auf den Gesichtern um dich herum. Einige der Initiierten weinen. Da jemand die Kerzen gelöscht hat, ist der Raum bis auf das Podium, das von hinten beleuchtet wird, dunkel. Zwei Gestalten, deren Silhouetten du im Licht sehen kannst, stehen davor. Ein Mann schreit, aber seine Stimme ist so angstverzerrt, dass du seine Worte nicht verstehen kannst. Die Rectrix aber steht ruhig und unbewegt da. Ihre Stärke wird euch alle durch diese dunkle Zeit leiten. Diese Hoffnung spürst du wie ein Funken hinter deinen Rippen. Hinter dir beginnt jemand zu singen. Der Geist reißt sich von einer verpuppten, schwingenden Kraft von dir los und du findest dich taumelnd vor dem zerstörten Altar wieder. Der Geist verschwindet so plötzlich, wie er erschienen ist. Are you feeling unwell? You were behaving a little oddly. Eric, kann er dich offensichtlich besorgt an? Geht es dir gut? Du hast dich etwas seltsam benommen. Naja, ich bin ein Wächter. Ist es das gewesen? Als du es mir erzählt hast, dachte ich eigentlich nicht darüber nach, wie es aussehen würde. Hat es geschmerzt? Kann er runzelt die Stirn. Es schien dich völlig unter Kontrolle zu haben. Es passiert nur von Zeit zu Zeit, was es auch immer ist. Es geht mir auf die Nerven. Mit Geistern sprechen zu können ist gar nicht so schlecht. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Es passiert nur von Zeit zu Zeit. Du trägst es gut, aber ich frage mich, ob es nicht das Beste wäre, wenn du dich von jemandem untersuchen lassen würdest. Es muss doch einen Weg geben, die Symptome zu lindern. Ja, lass uns weiterziehen, da finden wir vielleicht jemanden. So, Trank des Geisterschildes für Alof.
Schadensreduktion und Konzentration. Ja, ist nicht schlecht. Die meisten Gesichtszüge dieser Statue wurden zusammen mit Teilen ihrer Hände abgeschlagen. I shall be discreet. Das ist nicht sehr schön. So, den Teil haben wir auch. Das heißt, es fehlt nur noch das hier oben größtenteils. Oh, das ist ein richtiger Skeldier. Die sind aber zum Glück nicht so gefährlich mehr. Wobei das Schreiben von denen kann immer noch heftig sein. So, gucken wir mal, was wir hier finden. Monster des Todesfeuer-Archipels. Ah. Noch ein Skulder. Noch ein Skulder. Ja, gerade weil wir Kada und Edda haben, die können eigentlich recht gut mit den Skulder umgehen. Keep an eye out. So, da scheint es weiter zu gehen. An euer Gnaden, ich flehe Sie an. Der Rest des Briefes wurde an mehreren Stellen durchgestrichen, bevor er dann letztendlich ganz verworfen wurde. Ja, ich glaube, hier liegt das Schwert. Auch noch ein gutes Schwert. Way. Da kann sich Edda drüber freuen. I'm here. Ein einsames Buch. Gravierter Silberschlüssel. Dieser große Silberschlüssel hat einen Griff in Form einer stilisierten Sonne. Ja, und ein Flammfächer. Und hier. Brief der Rektrix. Ich verstehe deine Sorge, Schwester Nedra, aber hier im Tempel sind wir am sichersten. Was sollten wir schon Falsches getan haben? Fürst Redrick würde nicht seine Position in Gefahr bringen, indem er uns etwas antut. Wir haben dem Dorf doch so großen Wohlstand gebracht. Wirtha tut nur so, als würde er Alarm geben. Er weiß nur zu gut, dass das leere Drohungen sind. Er wird uns damit nur ängstigen, damit wir unser Heim verlassen. Sollen wir Goldtal den Ketzern überlassen? Wenn die Zeit gekommen ist, wird auch Wirtan seine Rolle spielen. Unser Tempel wird noch lange stehen, nachdem Fürst Rendricks Herrschaft auf Kies und Erinnerungen reduziert wurde. Rektrix und Brika. Ja, da hat sich wohl etwas Arroganz bei der guten Rektrix breit gemacht. So, da war nur ein Morgenstern drin. Der große westliche Hirsch, das Buch der Verse. Tja, das war dann wohl das Ende der Rektrix. Das war das an euer Gnaden. Diese Gebetsschildrollen sind mit dicken Schichten aus Sputz und Staub überzogen. Silberfällig. Diese große Silbermünze wird im Reich Edir und vielen seiner Kolonialgebiete für große Transaktionen benutzt. 6 Kupferpanz ist 1 wert, also haben wir 12. Hat anscheinend die Kerzenflamme gescheut und nun bleiben ihre Gebete unbeantwortet. Ja, wie nett, Dorenz. So, gehen wir hier mal weiter. So, die beiden Skulder-Welpen waren ja jetzt nicht so besonders stark. Schädlinge haben diesen Teller fast geleert, aber auf dem ganzen Tisch wächst der Schimmel immer noch in schwarz-grünen Klumpen. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon hier. Also einmal im Kreis gelaufen. How about that? Ein Ring des Schutzes. Mal gucken, wer den kriegt. Ja, und eine Falle. Bringt er dir viel? Naja, geht so. Wie wär's mit Alof? Ja, Alof.
So, und hier müsste eine größere Ansammlung Skulders noch drin sein. Ja. Die gehen zum Glück alle ab, aber noch. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie nicht alle auf uns gleichzeitig losgehen. Indem ich die Tür blockiere. Geist, in der Luft liegt ein Dunst, der sich unkontinuierlich zu einem Schleier aus Staub und Nebel festigt. Er sammelt sich in den Umrissen von etwas, das ein Zwerg zu sein scheint. Ein flimmerndes Echo, das abwechselnd da ist und verschwindet. Das Gefühl einer mächtigen Energie in dir ist aber noch stärker als der visuelle Reiz. Sie brodelt und kocht mit einem Kram, der sich in deinen eigenen Gedanken auszuweiten scheint und so lange benebelt, bis das Leid dein eigenes ist. Wie eine zersplitterte Welle stürzt die Energie nach vorne und in dich hinein und einen Augenblick später bist du an einem anderen Ort. Vor dir liegt ein hell erleuchteter Steinkorridor, der von Fackeln und leuchtenden Kristallen gesäumt ist. Du rennst und deine Schritte hallen von den Steinen um dich herum wieder. Du hast vergessen, deine Sandalen zu schnüren, die dir nun vor den Füßen rutschen und dich langsamer machen. Du bist zu spät, abermals zu spät, das Ritual wird ohne dich beginnen. Du hörst das Läuten einer Glocke und deine Stimmung hebt sich, als du den vertrauten, verzerrten Ton der rechten Hand hörst. Sie steht für den ersten der Dämmerungssterne, die am Nachthimmel erscheinen und als letzte im Licht der Dämmerung verblassen. Du bittest inbrünstig, dass dies der erste Glockenschlag war und nicht der letzte. Also mit rechts fängt's an und mit rechts hört's auf. Das heißt rechts, Mitte, links, rechts wahrscheinlich. Die Lichter vergehen und mit ihr die Erinnerung. Und als du wieder klar sehen kannst, ist der Geist verschwunden. Aus diesen Schüsseln steigt starker Gewürzgeruch auf. Die anderen sind mit kräftigen Färbemitteln und Getreidekörnern gefüllt. And what does the flame reveal? Jo. Dann können wir jetzt hier zu den Glocken gehen. Und entweder die Glocken benutzen oder einfach den Schlüssel benutzen. Da ich jetzt nicht weiß, was es bringt. So, damit mache ich einfach nur auf. Okay. Jetzt laden wir den Quicksave mal. Mal gucken, ob es uns Erfahrungspunkte bringt, wenn ich die Glocken benutze. Weil wir ein Rätsel gelöst haben. So, an einem steinernen Überhang, der diese Mauer entlang läuft, hängen drei Glocken. Das Metall ist vom Staub und Schmutz vieler Jahre überzogen. Die größere Glocke in der Mitte wird von zwei kleineren Glocken flankiert. Die Glocken untersuchen. Die Glocken scheinen vollständig intakt zu sein. Sie wurden aus dickem Eisen gefertigt und sehen äußerst schwer aus. An ihnen scheint es nichts viel Außergewöhnliches zu geben. Also erst rechts. Die Glocke läutet seltsam trällernd, wird schmerzhaft schrill und verhallt dann mit einem traurigen Ton. Dann die mittlere. Du stößt die Glocke an und als sie in die andere Richtung schwingt, schlägt der Klüppel einen tiefen, mächtigen Ton gegen das schwere Eisen. Du spürst das Läuten in deiner Brust, während sich der Schall wie eine Welle durch die ruinierten Hallen ausbreitet. Dem die kleine linke Läuten. Die Glocke läutet mit hohem, durchdringenden Ton verblüffender Lautstärke. Das Echo des Tons pflanzt sich fröhlich durch die Hallen fort, bis plötzlich ein Dutzend zwitschernde Töne durch den Tempel hallen. Und die rechte. Der eigenartige Glockenschlag läutet durch die Ruinen. Alle drei Glocken läuten leise und melodisch, bevor sich ihre disharmonischen Stimmen zu einem mächtigen, aufbrausenden Geräusch erheben, das den gesamten Tempel zu erfüllen scheint. Eine treibende Liedflut, die alle anderen Gedanken ertränkt. Als das Läuten verhallt, kannst du aus der Richtung der Tür ein quietschendes Geräusch hören, als sich der Weg zu den unteren Ebenen öffnet. Ja, so kann ich die auch öffnen. Und hab den Schlüssel behalten, ohne dass was passiert ist. Werde ich so wenigstens den Schlüssel los, wenn ich ihn da benutze?
Da muss ich ihn nämlich nicht im Inventar mit mir rumschleppen. Ja, verwendet Schlüssel. Oh, der ist weg. Gut. Also die Glockenläuten bringt nichts anderes Sonderbares. Absolutely. Und wir können hier jetzt in die untere Ebene gehen. Ja, eine etwas längere Aufnahmesession heute. Deswegen werden auch die Folgen entsprechend etwas länger. Aber ich werde jetzt hier gleich speichern und einen Cut machen, sobald wir geladen haben. Jo. Kurz aus dem Schatten treten, Spiel speichern. Das wäre jetzt LP005 dann. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.